Als nächstes, Herr Kollege Eckert, Sie haben gleich das Wort. Und bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, in Corona-Zeiten ist auch Mobilität in aller Munde. Gerade das Thema Radverkehr, Radfahren war auch immer wieder eines der Beispiele, um mobil zu sein, wenn man entsprechend Ausweichmöglichkeiten sucht, um sozusagen separiert mobil zu sein, aber nicht das eigene Kfz zu nutzen. Von daher ist es, glaube ich, die richtige Zeit, darüber zu diskutieren. Und, meine Damen und Herren, wir hier diskutieren zu Recht bei der Mobilität immer wieder die Fragen der Infrastruktur. Was brauchen wir eigentlich, damit wir Mobilität ermöglichen können? Sei es auf der Straße, sei es auf der Schiene oder sei es eben für das Rad, für den Radverkehr bei den Radwegen, meine Damen und Herren. Und deswegen finde ich, ist es richtig, dass wir uns auch diesem Thema mit einem eigenen, auch gesetzgeberischen Ansatz widmen und sagen, wie wollen wir das schneller hinbekommen und besser im überregionalen Verkehr? Weil niemand diskutiert im Moment bisher in der Fläche immer erst einmal über einen Radverkehrsweg und dann über alles andere, sondern in der Regel ist es ja so, wir bauen eine Straße, ach, und dann machen wir dann auch noch ein bisschen Radverkehr mit dabei. Und ich glaube, das ist das Spannende eigentlich auch bei dem Gesetzentwurf mit dann deutlich zu machen, dass wir es sozusagen auch in der Gewichtigkeit auch mit deutlich machen, dass wir das regelungstechnisch, aber auch als eigenständige Mobilitätsart, als Infrastrukturherausforderung mit betonen und deutlich machen. Radverkehr ist eben kein Beiwerk zu anderen Mobilitätsvarianten, sondern es ist ein eigenständiges, was auch einen eigenständigen Ausbau braucht, meine Damen und Herren. Und deswegen wäre es eben dann konsequent, neben den Förderungen, neben Beratung, neben auch Networking, all das, was auch auf Landesseite passiert, das zu ergänzen in diesem Bereich auch durch eigene Kompetenzen im Bereich Radverkehr. Und deswegen geht der Gesetzentwurf in die richtige Richtung. Und ich bin froh, dass wir uns zumindest über die Notwendigkeit, dort etwas zu tun, weitestgehend einig sind. Aber das eine zu fordern und zu wollen, ist das eine. Aber was hintenher rumkommt, was praktikabel wirklich auf die Straße oder in dem Fall unter die zwei Räder bekommt, das ist das andere. Und dann schauen wir uns an, was wir in Hessen in den letzten Jahren doch erlebt haben. Also das Thema Radfahrerland Hessen, da können Sie noch so viele PRs und Pressekonferenzen zu machen, wie Sie wollen. Am Ende sind die Zahlen doch wirklich nun mal nicht so, dass ich sagen könnte, mit stolz geschwellter Brust Hessen voran. Sie haben gesagt, im Jahr 2015 60 neue Radwege, also 59 waren es konkret, Sanierungsoffensive, tschakka, jetzt geht's voran. Dann haben Sie jetzt in den letzten Jahren im Schnitt 2 hinbekommen, in Worten 2. Ich habe es Ihnen bei der ersten Lesung schon vorgerechnet, dass wir jetzt 26 weitere Regierungsjahre bräuchten, damit Sie das, was Sie in 2015 vorgeschlagen haben, erst realisieren können. Ich finde, das ist zu langsam, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es auch richtig, das wurde am Montag noch einmal thematisiert in der Pressekonferenz, über die jetzt schon alle geredet haben, ja, dass, wenn wir als Land dort auch etwas tun wollen, braucht es dafür auch Personal. Im Übrigen, Herr Kollege Dr. Naas, ich finde das gut, wenn Sie sagen, wir brauchen für den öffentlichen Verwaltungsbereich dort auch mehr Personal, um es umzusetzen. Weil das war immer wieder die Debatte, was wir auch sagen als Land, was wir umsetzen wollen. Dafür braucht es eine starke und schlagkräftige Verwaltung. Dass wir uns da jetzt einig sind, finde ich sehr gut. Aber, liebe Kollegin Müller, ja, das war jetzt seit 2 Jahrzehnten Ihr Koalitionspartner, der dafür gesorgt hat, dass Hessen Mobil personell so aussieht, wie es aussieht. Die in den letzten Jahren, und da waren Sie dann mit dabei, immer wieder bei unseren Haushaltsanträgen, wir brauchen, um Hessen Mobil zu einem modernen Mobilitätsdienstleister weiterentwickeln zu können, auch das personelle Know-how. Raten Sie mal, wer es immer abgelehnt hat. Also, an unseren Stimmen ist es nicht gescheitert. Ganz im Gegenteil. Das dann nachher jetzt zu sagen, Hessen Mobil ist sozusagen im Moment nicht in der Lage, das an neuen Aufgaben zu bewältigen, liegt ein Stück weit an Ihrer Politik der vergangenen Jahre. Es ist richtig, wenn wir dort eine Veränderung vornehmen. Mit unseren Anträgen wären wir schon längst auf diesem Weg, auch im Bereich des Radverkehrs. Und die Strukturveränderungen bei Hessen Mobil in den nächsten Jahren geben uns doch die Chance, aus diesem Mobilitätsverwaltung einen Mobilitätsdienstleister hinzubekommen, wie wir ihn uns vorstellen.
Bundesfernstraßenverwaltung, all diese Veränderungen, die wir da haben, wäre es doch notwendig und richtig, dort auch hart bei dem Thema Radverkehr mit reinzugehen. Und dafür brauche ich auch konkrete Kompetenzen. Und ja, wir finden, dass diese Kompetenz zugunsten des Landes bei den Radschnellwegen eine der wesentlichen Regelungen auch mit ist, um diese Debatten auch mit Leben zu füllen. Deswegen unterstützen wir diesen Gesetzentwurf, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen auch als Opposition entgegenrufen, da haben Sie uns nämlich an Ihrer Seite, wenn Sie dann sagen, ja, dafür brauchen wir das Personal, damit wir in Hessen Mobil das entsprechend auch hinbekommen. Ja, wie gesagt, an uns ist es in den letzten Jahren nicht gescheitert. Wir brauchen sozusagen das Know-how, weil eben entsprechend die Planung, aber auch nachher der Betrieb und die Unterhaltung, es gab ja schon ein paar Beispiele, auch wenn nur bei der Stadt Steinbach, dass der wertvolle Grund und bei Oberursel wurde es dann nur noch der Grund, Herr Naas, beschrieben worden ist. Aber ansonsten ist es sozusagen tatsächlich eine Kompetenz, die notwendigerweise auch in den Bereich des Landes gehört, damit wir weg von einer Flickschusterei kommen und hin bei den überörtlichen Wegen, so wie wir es in anderen Mobilitätsbereichen haben, auch dort ein landesseitig mitorganisieren können. Meine Damen und Herren, der Radverkehr in Hessen muss und soll vorankommen. Da sind wir uns mit einer Ausnahme einig. Das ist gut so. Wir sind uns alles andere als einig. Wir finden aber, dass das Thema Radschnellwege als Landesaufgabe ein Mosaikstein dabei mit sein kann. Und deswegen sollte man das mit so einem Gesetzentwurf dann auch nachher mit regeln. Da wir noch eine dritte Lesung haben, diskutieren wir noch einmal im Ausschuss darüber und können noch einmal gerade in dieser Debatte, das kam auch aus Wiesbaden, naja, die sind personell so dünn aufgestellt, die können das ja gar nicht so hinzubekommen. Auch da noch einmal, und das war im Übrigen das, wo Sie in der ersten Lesung schon gesagt haben, das geht gar nicht, weil Hessen Mobil ist so ausgedünnt. Lassen Sie uns doch einmal politische Antworten finden, wie wir die dann so hinbekommen, dass wir dann entsprechend auch wirklich was auf die Straße bekommen. All das gibt uns Gelegenheit für die dritte Lesung. Von daher brauche ich die 10 Minuten nicht ganz auszureizen und freue mich auf den Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als weitere Wortmeldung der Fraktionen Frau Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Müller, was ich teile, was Sie gesagt haben, ist durchaus das Erstaunen über die neue FDP, will ich es mal nennen, also die FDP, die sich jetzt für Radwege einsetzt, die sich für mehr Personal im öffentlichen Dienst einsetzt. Ich fand auch heute Morgen die Rede von René Rock. Also ich musste mir ein paar Mal die Augen reiben, als er gesagt hat, es geht immer nur ums Geld und auch sich darüber beschwert haben, dass Wirtschaftslobby zu großen Einfluss hat. Also ich, alles gut. Also, weil was uns unterscheidet, Frau Kollegin Müller und mich, ist, dass ich mit dieser neuen FDP viel besser umgehen kann und mit diesen Gemeinsamkeiten viel besser klarkomme und die eigentlich ganz gut ertragen kann. Wir haben gestern gemeinsam demonstriert, Seite an Seite, für die Unterstützung der Eltern. Also von daher, ich habe damit überhaupt kein Problem. Und deswegen vorweg, wenn die FDP kluge Sachen in den Landtag einbringt, dann stimmen wir dem zu. Und deswegen werden wir dem Gesetzentwurf zustimmen. Jetzt heute noch nicht, weil zweite Lesung, aber in der dritten Lesung werden wir dem zustimmen. Von daher würde ich sagen, auch wenn es teilweise ein bisschen verwundert und erstaunt, aber umfallen ist ja nicht ganz schlimm, wenn es in die richtige Richtung ist. Also von daher finde ich, kann man dort die positiven Dinge auch aufnehmen, meine Damen und Herren. Mag ja auch daran sein, dass die FDP-Fraktion personell sich auch verändert hat. Das kann ja auch dazu beigetragen haben. Gut, zur Sache selber. Oh, Entschuldigung. Zur Sache selber. Die meisten Anzuhörenden waren sich in der Anhörung einig, dass eine Baulast des Landes grundsätzlich eine Erleichterung und Beschleunigung der Schnellradwege bedeuten könnte. Und deswegen ist es auch richtig, die Ressourcen bei Hessen Mobil zu hinterlegen. Die Umstrukturierung, die jetzt übrigens ja auch 2021 ansteht, also der Wegfall der Autobahn, können ja auch genutzt werden, gerade hier das stärker. Das haben Sie vergessen zu sagen, Herr Dr. Naas, deswegen sage ich das auch in Ihrem Namen, dass das eine Möglichkeit ist, eben auch Hessen Mobil umzustrukturieren. Also von daher ist die Idee, Radwege zum Land zu holen, eben auch eine Landesplanung zu machen, total
Richtig, weil wir wissen ja, dass bei kaum einem Verkehrsträger die Qualität der Strecke so entscheidend ist für die Attraktivität wie bei den Radwegen. Weil es ist, und bei kaum einem Verkehrsträger ist die Qualität so schlecht, das muss man auch sagen. Weil die Frage, ob man aufs Rad steigt oder nicht, hängt damit zusammen, ob es gute Radwege gibt. Ich gebe noch einiges andere, wie sichere Abstellboxen zum Beispiel an den Bahnhöfen, bessere Mitnahmemöglichkeiten im ÖPNV. Weil es gibt ja den einen oder anderen, die durchaus sagen würde, ja. Also, Frau Wissler, das ist aber Ihre Fraktion, gell? Das liegt jetzt nicht am Landtag, wollte ich nur mal mitteilen. Randale bei den Linken. Sie haben das Wort. Ja, gut, ich repariere meinen Pult dann, meinen Tisch dann später. Vielleicht, ja, also, das ist natürlich auch für viele die Frage ist, ich würde ja zur Arbeit pendeln mit dem Rad, aber vielleicht nur eine Strecke. Deswegen brauchen wir auch verbesserte Möglichkeiten bei der Fahrradmitnahme im ÖPNV. Aber in der Regel ist es eben so, dass die straßenbegleitenden Radwege oftmals ja, sehr stark eben auch an die Autostruktur angepasst sind. Entschuldigung. Du musst noch länger reden. Ich rede jetzt so lange, bis mein Pult, weil mein Tisch wieder repariert ist. Also ich bin 6 Minuten noch ruhig, aber dann nicht mehr. Sie haben immer noch das Wort. Es tut mir leid. Infrastruktur. Ja. Aber gut, wir reden ja über die Infrastruktur. Ja. Ja, also deswegen der Gedanke von Radschnellwegen ist ja genau eben die Fahrradverbindungen schneller und schneller zu machen, dass es eben wenig Hindernisse gibt, weniger Anhaltezwänge, ein flaches Profil und generell einen guten Ausbaustandard. Und da muss ich allerdings auch sagen, da finde ich, Herr Minister, da geht es in Hessen einfach sehr, sehr langsam voran. Weil ich habe mir jetzt auch noch einmal Ihre Presseinformationen angeschaut von dieser Woche. Und in den Jahren 2016 bis 2019 wurde der Neu- bzw. Ausbau von insgesamt 17,2 Kilometern Radwegen im Zuge von Landesstraßen fertiggestellt. Also in 3 Jahren 17,2 Kilometer Radwege angesichts von 7.000 Kilometer Landstraßen, die wir haben. Also ich glaube, dass wir uns da sogar einig sind, dass wenn es in dem Tempo weitergeht, dann wird es ja schon noch einige Jahrzehnte, also da müssten wir noch ein paar Jahrzehnte hier, noch ein paar Jahrzehnte zu tun, damit es, wenn es in dem Tempo weitergehen soll. Und 36,3 Kilometer Radwege an Landstraßen wurden saniert. Ich glaube auch in den 3 Jahren und 8 fertiggestellte Radwegeprojekte mit einer Gesamtlänge von 9 Kilometern waren Teil der Sanierungsoffensive. Also 9 Kilometer, ich sage mal so, das fährt ja nicht ganz, der nicht mal sehr schnelle Radfahrer in einer halben Stunde, jetzt nur mal, um das so zu übersetzen. Also da würde ich sagen, mit aller Vorsicht, da gibt es doch eine ganze Menge Optimierungsbedarf noch. Und das könnte schon deutlich schneller werden, weil, wie gesagt, wenn wir in dem Tempo weitermachen, 17,3 Kilometer in 3 Jahren, dann wird es doch sehr lange dauern, bis wir hier wirklich ein Fahrradland Hessen sind, was Schwarz-Grün ja sehr vollmundig vor 5 Jahren ausgerufen hat, meine Damen und Herren. Sie haben die AG Nahmobilität und die Radwegeoffensive ausgerufen, aber, und das muss man sagen, die Radfahrerrealität ist in diesem Land immer noch ziemlich trist. In den vielen Orten enden einfach die Radwege im Nichts. Wir reden jetzt heute nicht über die kommunalen Radwege in den Innenstädten. Da haben wir natürlich ein riesiges Problem. Das will ich nur ansprechen, weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagt, wir wollen die Radwege nicht ausbauen in den Innenstädten. Aber in den Innenstädten haben wir halt ein Platzproblem. Ja, es gibt kaum jemanden. Es gibt jemanden. Aber ich wollte jetzt sagen, viele sind dafür, die Radwegeinfrastruktur auszubauen. Nur da man in den Innenstädten nur mal über bebaute Gebiete redet und man halt Häuserzahlen nicht einfach mal um 3 Meter nach hinten verrücken kann, ist das dann am Ende halt wieder mal eine Verteilungsfrage. Weil wer mehr Platz für Radwege haben möchte, der muss eben auch sagen, wo man den Platz hernimmt. Und dann muss man eben auch sagen, da muss man aus zweispurigen Straßen vielleicht eine einspurige Straße machen und den Autos entsprechend Platz wegnehmen oder eben Parkplätze in den Innenstädten abbauen. Also das muss man einfach deutlich machen. Aber heute geht es jetzt nicht um die Innenstädte, sondern vor allem eben um die Landstraßen. Und da brauchen wir die
überörtlichen Wald- und Feldwege, dass eben nicht jede Kommune irgendwie bis zur Stadtgrenze plant, sondern wir eben auch überörtliche Verbindungen haben. Und da will ich noch einmal darauf hinweisen, dass es auch um die Frage von einheitlichen Standards geht. Weil es ist eben schon so, dass eine Fahrradinfrastruktur ist mehr als ein bisschen weiße Farbe auf der Fahrbahn. Ja, und die gestrichelte Linie, sondern Fahrradinfrastruktur bedeutet im besten Fall baulich abgetrennt, bedeutet, dass es nicht alles nur an den Straßen orientiert ist, sondern dass es auch eine eigene Verkehrsinfrastruktur zum Radfahren gibt. Und wie eine wirklich gute Infrastruktur für Fahrräder aussieht, das kann man sich ja anschauen. Das kann man sich anschauen in den Niederlanden oder in Dänemark. Das wird ja immer wieder auch zitiert. Das ist eine Infrastruktur, in der Menschen eben ohne Sorge Fahrrad fahren können, in denen Eltern ihre Kinder aufs Fahrrad setzen können und keine Angst haben müssen oder Seniorinnen und Senioren, ungeübte Radfahrer fahren können, ohne dass sie Angst haben müssen, eben in Haaresbreite von Autos überholt zu werden. Und genau das müssen wir auch schaffen. Wenn wir eine Verkehrswende hinkriegen wollen, dann muss das Fahrrad dabei auch eine Rolle spielen. Das ist nicht ein Bestandteil. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir hier eben auch beim Thema Landesradwege vorankommen. In NRW, es ist ja heute sehr beliebt, auf die anderen Seiten von Flüssen und in die anderen Bundesländer zu schauen. In NRW, da hat man sich ja vor 4 Jahren schon auf den Weg gemacht und sogenannte Radschnellverbindungen des Landes geschaffen. Also, das heißt, in anderen Ländern ist das ja durchaus möglich. Und das wäre konsequent und sinnvoll, wenn eben Radwege mit überörtlicher Bedeutung als Landesradwege geschaffen werden würden, wenn sie aus einer Hand geplant würden. Dazu brauchen wir Personal. Das haben Sie jetzt in Teilen auch gemacht, Herr Minister. Dazu brauchen wir eine einheitliche Planung. Und dazu brauchen wir einheitliche Ausbaustandards. Und deswegen, wir werden es jetzt heute nicht verabschieden. Wir hätten dem Gesetzentwurf heute zugestimmt. Dann stimmen wir in der dritten Lesung zu. Wir halten das für eine richtige Initiative. Und da würden wir wirklich ein kleines Stück mal wenigstens vorankommen bei dem Thema Fahrradland Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Wissler. Für die Landesregierung hat Staatsminister Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eigentlich geht es ja um die Radschnellverbindungen. Aber wir haben jetzt hier eine globale Debatte über das Rad. Dann machen wir das. Und ich will das Positive mal am Anfang erwähnen. Ich glaube ja auch immer noch an das Gute im Menschen. Die FDP will Radwege. Das finde ich super. Und da hat sich durchaus etwas verändert, weil ich kann mich noch erinnern, wie mein verehrter Vorgänger Florian Rentsch bei der Haushaltsrede zum Haushalt 2015 hier so gefühlt die Hälfte seiner Redezeit sich lustig machte über diesen Ansatz Nahmobilität im Einzelplan 07, weil er gesagt hat, was ist denn das für ein Verkehrsminister, der sich ums Zu-Fuß-Gehen kümmert. Und ich glaube, inzwischen haben mehr Leute verstanden, dass für sehr viele Wege in der Stadt in der Gemeinde zu sagen, übrigens jeder Autofahrer ist für ein paar Schritte Fußgänger, jedenfalls bis zu seinem Auto, dass am Ende sozusagen Intermodalität wirklich mit dem ersten Schritt beginnt. Das bedeutet, Nahmobilität hat was mit dem Zu-Fuß-Gehen zu tun und vor allem natürlich auch mit dem Fahrradfahren. Und wenn man weiß, dass eine Masse aller Wege unter 5 Kilometer ist, das ist dann auch meistens sogar noch schneller, als wenn man sozusagen zum Auto geht, losfährt, Parkplatz sucht, wieder aussteigt, mit allem, was dazugehört. Also wir haben da eine große Chance. In den Städten, auf dem Land ist es teilweise anders, kommt immer auf die Entfernung an. Da komme ich gleich zu. Das Zweite ist die Frage, das ist auch schon angesprochen worden, die Pressekonferenz, die ich am Montag gemacht habe, gemeinsam mit Herrn Riegelhuth, dem Präsidenten von Hessenmobil, dem Bürgermeister von Wiebesheim, Herrn Schell und Frau Jäger, der ersten Kreisbeigeordneten aus dem Landkreis Offenbach, wo wir einfach mal gesagt haben, wie wir am Ende auch zusammenarbeiten wollen, weil es geht um Radschnellverbindungen, die sind überörtlich, aber es ist gesagt worden, 88% aller Radwege sind in den Kommunen. Und die müssen man übrigens auch mit den Radschnellverbindungen verbinden, im wahrsten Sinne des Wortes, sonst funktioniert das nicht. Wir wollen 244 Millionen € bis 2024 investieren, Bundes- und Landesmittel, überwiegend der Teil Landesmittel. Und alleine in diesem Jahr stehen 44 Millionen € für Investitionen im Radwege im Land bereit.
und wir werden insgesamt 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sich in der neuen Taskforce Radmobilität bei Hessen Mobil mit dieser Frage beschäftigen, mit der Planung, aber auch zwei Personen von denen mit der Frage, wie die Kommunen an die Fördermittel kommen, sozusagen Beratung mit allem, was dazugehört, und noch einmal bei uns im Ministerium zwei Personen, die ebenfalls in der Koordination des Ganzen tätig sind. Sie sehen also, am Geld soll es nicht mangeln, und am Personal mangelt es dann bald auch nicht mehr. Jetzt ist die spannende Frage, warum dauert manches so lange? Und das hat etwas damit zu tun. Ich will jetzt nicht in alten Wunden bohren, aber es lag halt nichts vor. Und beim Radweg ist das so, der ist im Zweifel bei der Planung sogar komplizierter als die Autobahnbrücke. Das fällt einem auf den ersten Blick nicht so ein. Statisch ist es sicherlich ganz anders. Aber wenn Sie eine Autobahnbrücke ersetzen und auf beiden Seiten, sagen wir mal A3 Limburg, gehört die Fläche schon der Bundesrepublik Deutschland, dann müssen Sie sozusagen nicht mit Grundstückseigentümern lange verhandeln. Sie brauchen Planfeststellungsverfahren mit allem, was dazugehört. Aber 10 Kilometer Radweg können 20 verschiedene Landwirte sein. Und das ist am Ende der Punkt, wo wir über die Frage diskutieren, wie kriegen wir das hin, Planungen am Ende auch zu beschleunigen. Und deswegen ist klar, wir haben die Projekte der Sanierungsoffensive, die noch nicht fertiggestellt sind, die in unterschiedlichen Phasen der Bearbeitung sind, vom Baurecht, das schon vorliegt, bis hin zum Beginn der Planung. Wir haben 40 weitere Radwegeprojekte identifiziert, wo wir sagen, dass die Kommunen sie planen können, gegen Kostenerstattung durch das Land, das ist ganz wichtig, und dann, wenn das Baurecht dann fertig ist, Hessen Mobil das übersetzt. 17 von diesen Kommunen haben schon Stand letzten Montag die erforderliche Verwaltungsvereinbarung geschlossen. Und jetzt will ich an dieser Stelle erklären, was das mit den Radschnellverbindungen zu tun hat. Als vor 5 Jahren der Professor Vollmann von der Hochschule Darmstadt mit der Idee kam, die Radschnellverbindung Darmstadt-Frankfurt zu bauen, da habe ich gesagt, tolle Idee, tolle Idee, und das setzen wir jetzt um. Da ist die erste Frage natürlich, wenn du ein Vorhaben hast, brauchst du einen Vorhabenträger. Also das, was wir dann gemacht haben, sind auf die Suche gegangen. Wer ist da dabei? Ich will an dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön sagen. Das war ein ziemlich kurzer Dienstweg. Damalige erste Beigeordnete im Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main, Birgit Simon, und Bürgermeister Ockel aus Kelsterbach, der an dieser Stelle gesagt hat, das machen wir. Und da ist klar, das Land bezahlt den allergrößten Teil, aber die Planung funktioniert vor Ort. Und am Anfang musste man erst einmal erklären, was ist das, eine Radschnellverbindung? Da kommt übrigens das Wort Radautobahn her, was ja eigentlich verrückt ist. Aber weil das Prinzip den Leuten bekannt ist, relativ breit, breiter als eine normale Straße, möglichst keine Kreuzungen und so mit allem, was dazugehört. Und am Anfang war das ziemlich schwer in 7 Stadtverordnetenversammlungen, ja, von Darmstadt bis Neu-Isenburg, über die Frage zu diskutieren, wie funktioniert das? Ja, in Darmstadt war alles einfach, klar, aber dazwischen. So, und da ist jetzt die spannende Frage. Da ist jetzt die spannende Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als wir dann die Planung fertig hatten, zu sagen, wo das langgehen soll, da weiß ich noch, war das Kolleg der Stadthalle in Langen proppenvoll. Vertreterinnen und Vertreter aus allen Kommunen waren da und haben dann auf einmal gesagt, wann geht es denn endlich los? Und das ist genau der Vorteil. Wenn vor Ort ein Bürgermeister auf den örtlichen Landwirt zugeht und sagt, hör mal zu, wir brauchen so und so viele Quadratmeter von deinem Grund gegen Geld, wir tauschen, gucken mal, wie wir das hinkriegen, und allem was dazu, ist das eine völlig andere Sache, als wenn von Hessen Mobil ein Brief kommt nach dem Motto, wir planen da irgendwas und wir brauchen gerne nach Grundbucheinsicht von Ihrem Grundstück so und so viel. Weil, Entschuldigung, da sind irgendwie bei manchen Dollarzeichen dann sofort in den Augen mit allem, was dazugeht. Ist manchmal so, Herr Naas. Sie waren noch Bürgermeister, Sie kennen das. Und Sie als Bürgermeister sind dann auch auf die örtlichen Landwirte zugegangen und haben gesagt, kommt, wie kriegen wir das hin, dass wir das hinbekommen. Und diese Kompetenz vor Ort, die Nähe der Kommunikation vor Ort, die führt dann manchmal dazu, dass es schneller geht, als wenn man zentralisiert. Und Sie, Herr Naas, das ist das Problem. Deswegen sind wir am Ende gegen diesen Gesetzentwurf. Sie wollen, dass wir das zentralisieren. Und ich bin überzeugt davon, dass am Ende das Land den Großteil dieser Mittel zur Verfügung stellen muss, damit gebaut wird, dass aber örtliche Kompetenz und Einbindung von Kenntnissen der Menschen vor Ort am Ende dazu führt, dass es schneller geht, als wenn man es versucht, zentral zu regeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie haben die Anhörung angesprochen, Herr Naas.
Na ja, sagen wir es mal so, manche haben sich nicht so geäußert. Also, ich kann mich noch erinnern, weil Sie den Zweckverband Kassel angesprochen haben. Das war ganz anders, wie der Herr Bachmann sich da geäußert hat. Ich glaube schon, wenn wir sehen, dass in dieser vergleichsweise kurzen Zeit seit der ersten Idee Darmstadt-Frankfurt inzwischen 42 Korridore identifiziert wurden, wo wirklich vor Ort daran gearbeitet wird, wo am Ende wir als Land Qualitätsstandards, Musterlösung, landesweite Identifizierung von Korridoren gemacht haben und am Ende Praktiker vor Ort, Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main, Zweckverband Raum Kassel wirklich dabei sind, zu planen und zu bauen, dass das am Ende funktioniert. Und ich habe die Verknüpfung zu diesen 88% Radwegen in den Kommunen angesprochen. Natürlich muss man das koordinieren. Ich will das Ihnen an dem Beispiel Frankfurt-Darmstadt noch einmal sagen. Der gerade Weg fährt an der S-Bahn lang. Der würde aber dazu führen, dass man diesen Radschnellweg sozusagen am Ende nicht durch bestimmte Kommunen legt. Das ist ein kleiner Umweg, wird aber nach allen Untersuchungen dazu führen, dass ihn viel mehr Leute nutzen. Weil auch da gilt, die Pedelecs, die E-Bikes haben ganz andere Entfernungen auf einmal möglich gemacht, das z.B. auch Berufspendelns mit dem Fahrrad. Aber die wenigsten werden von Darmstadt nach Frankfurt fahren mit dem Fahrrad. Es werden viele, sagen wir mal, von Egelsbach nach Darmstadt fahren, von Neu-Isenburg nach Frankfurt oder von Neu-Isenburg und Egelsbach nach Langen. Es wird am Ende eine Teilnutzung geben. Und das genau ist der Unterschied zu einer Landesstraße, die wirklich dem überörtlichen Verkehr dient. Das wird bei vielen Radschnellwegen auch so sein. Aber viele werden eben nur bestimmte Stücke davon nutzen. Deswegen muss man es in das örtliche Netz einbinden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man muss es einbinden. Und deswegen ist aus meiner Sicht Zentralität da der falsche Ansatz. Und ich will vielleicht einen letzten Punkt sagen, der wichtig ist. Wir haben in Hessen ein sehr gutes Netz von Radfernwegen. Da merkt man übrigens auch langfristige Entwicklungen. Das war etwas, das ging nahtlos. Da waren beide begeistert von Lothar Klemm und Dieter Posch. Das kann sich wirklich sehen lassen, wenn man sich das landesweit anschaut, R1 bis R9. Da kommen jetzt die Themenrouten dazu, Radweg Deutsche Einheit oder dieser Iron Curtain Trail entlang des Grünen Bandes, der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Wir haben aber natürlich in den Kommunen noch viel zu tun, und die werden wir weiterhin stark unterstützen. Mit Machbarkeitsstudien, mit Planung, mit Bau, mit Förderung bis zu 90% der Kosten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also höher geht ein Fördersatz kaum, wenn du nicht gleich alles bezahlst. Und ich bin überzeugt davon, dass das funktioniert. Wir haben in Kassel die Radwege nach Baunatal, Vellmar, Kaufungen, Helser. Wir haben auch, ich nenne sie mal, grenzüberschreitende Projekte, also von der Bergstraße in Richtung Baden-Württemberg, von Hanau nach Aschaffenburg. Ich darf Sie in die Rede zerdenken. Vielen Dank, bin auch gleich zu Ende. Von Wiesbaden nach Mainz. Also, wir haben eigentlich kein Problem bei den Zuständigkeiten oder mit den rechtlichen Regelungen. Es geht um die Rahmenbedingungen. Und natürlich, um jetzt auch der Sozialdemokratie eine Freude zu machen, zitiere ich mal Gerd Schröder, hinten sind die Enten fett. Es geht darum, jetzt die richtigen Planungen auf den Weg zu bringen. Und natürlich wird es am Ende auch dazu kommen, dass dann natürlich, wenn die Planungen auf dem Tisch liegen, aus dem Baurecht dann auch Bau wird. Weil verrückterweise, das ist beim Radweg nicht anders als bei der Autobahn, ist die Bauphase meistens die kürzeste des Ganzen. Und insofern geht es aus meiner Sicht darum, wie wir alles zusammen so verbinden, dass wir alle in die Verantwortung nehmen und die bestmöglichen Ergebnisse bekommen. Und dann freue ich mich darauf, dass wir dann bei der dritten Lesung noch einmal über andere Sachen reden können und uns dann überlegen, was dann die globale Radverkehrsdebatte ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der zweiten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung in den WVA.